Ich bin Christian Weigang und ich fotografiere heute hier draußen die Kirschblüte in Kirchreuth. Meine Kamera Obscura ist eine sehr einfache Kamera. Sie besteht im Grundsatz nur aus einem schwarzen Kasten mit einem Loch drin und durch dieses Loch fällt Licht und bildet im Inneren dieses Kastens das Motiv ab. Wenn ich einen Tag lang mit der Kamera draußen bin, auf der Suche nach lohnenden Motiven, dann gibt es mir die großartige Gelegenheit, mich auf mich selbst zu besinnen, den Abstand vom Alltag tatsächlich auch zu leben und zu genießen. Und zusammen mit dem Genuss der Fotografie ist das natürlich ein Geschenk, das man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Wenn man mit der Kamera Obscura arbeitet, hat man es mit der natürlichsten Art und Weise zu tun, um sich selbst ein Bild zu machen. Nicht nur überhaupt Bilder zu machen, sondern man ist sehr nah dran, findet alles, was man braucht, um ein Bild zu machen in der Natur und hat von daher einen sehr intensiven Kontakt, nicht nur zu dem Motiv, was man fotografiert, wie jetzt hier beispielsweise unsere Kirschblüten, sondern auch zu dem Prozess, mit dem das Ganze geschieht. Es ist also eine sehr naturnahe Art des Bildermachens. Durch das Arbeiten mit der Kamera Obscura entsteht für mich eine besonders starke Bindung zu meinem Motiv. Ich suche mir das Motiv sehr, sehr sorgfältig aus im Rahmen meiner Möglichkeiten, im Rahmen der Möglichkeiten der Kamera. Und auf diese Art und Weise entsteht natürlich ein besonderer Moment, wenn man dann das fertige Bild in Händen halten darf. Bei der Kamera Obscura-Fotografie entsteht normalerweise ein Negativ. Bei mir ist es nun so, dass ich durch einen speziellen Umkehrprozess direkt ein Positiv entwickle. Und dieses ist dann auch ein Unikat, welches man mit herkömmlichen Mitteln nicht mehr vervielfältigen kann. Wir haben es hier also mit einem Prozess zu tun, der direkt aus der Kamera das endgültige Bild produziert. Mm-hmm.
Der schönste Moment beim Fotografieren ist ein seltener, nämlich der, wenn man in dem Moment, wo man das Bild macht, schon weiß, dass es genau so sein wird, wie man es sich erträumt hat.